Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei nächste Episode von Phil und Fia. Und wir sind in diesem schrecklichen Ort da, wo es die Nuklear-Dingspunkt, sie weiß ein Laser oder Generator war. Speichern wir kurz, weil hier haben großen Roboter gekillt und Phyrexis endlich. Was mir nicht gefällt. Oben. So, nach oben hier ist alles zu. Ich habe hier da irgendwie nicht Eingang nach oben zu gehen. Der ist so okay. Ah, hier. Was haben wir da? Fusionkern. Verreckt. Ich will dich nicht mehr sehen. Stall. Das wird ja ein bisschen knifflig. Ah, habe ich gewusst. Das ist zu schwer. Viel zu schwer. Kleidung. Scheiße, alles haben wir abgegeben. Viel zu schwer, viel zu schwer. Fit. Was brauchen wir? Schrott, was ist sehr schwierigen Schrott? Okay, das kommt. Was habe ich gemacht? Ja. Ich bin echt so schlau, dass ich habe alles genommen, was er hat. Toll. Das brauche ich. Das brauche ich. Also Bioscanner, Bioscanner und jetzt ist ja gut. Rauszugehen? Ne, hier geht nicht raus. Ah, hier Aufzug. So. Diese Typen wissen einfach nicht, wann es vorbei ist, oder? Ich helfe den Zins, etwas Zeit zu gewinnen. Seht zu, dass ihr den Beschleuniger zum Institut bringt. Hier drüben! Wie werde ich das verdecken? Hallo, ich will was nehmen. Danke. Bei ihm die Rüstung will ich nicht nehmen. Das will ich nehmen, das nehme ich und von ihm nehme ich das. Gibt's noch was? Alter. Ja, Jojo. Also man kann gleich weiter. Scheiße. Vorbei? Da ist er. Wow! Ich glaube, gleich werden wir am Verrecken. Nicht klar. Alter, er sollte sich nicht so bewegen. Alter! Ja.
Leichen festgestellt. So, hier sind endlich Ruhe. Korken, das brauche ich, nicht. Das ist schon wieder diese Scheiße. 10 Kilo! Kein Arschlecken, ich werde das nicht tragen. Auch wenn das wird aus Gold. Ich glaube, das ist aus Gold, wenn ich 10 Kilo. Das nehme ich. Das lasse ich. Das lasse ich. Boah, hier oder hier? Oh ne, jetzt glaube ich, steht mir auf den. Strunky. Strunky Korg. Und jetzt? Was kommt jetzt? Och nein! Das hatte ich nur Glück. Alter, der ist böse. Du bist weg? Gut, endlich. Ich habe langsam auf dich hatte ich keinen Bock langsam. So. Weglaufen, dass es keine Monster gibt. So, jetzt ist niemand da. Ist gut. Solche Gegner mag ich am meisten. Ein Schuss. Egal wo, tot. So, jetzt machen wir Karte in Institut. Wo ist Institut? Institut. Ich habe so viele in der Dinge, ich weiß nicht, wo ist es. Ja, da ist der. So. Institut. Das ist da lang. Ah ja, stimmt. Was? Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Dr. Fillmore. Das war genug der Aufregung für, naja, den Rest meines Lebens. Vielen Dank, wirklich. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich bringe den Beschleuniger dorthin, wo er hingehört. Ich glaube, Vater hat schon eine neue Aufgabe für dich. Lass ihn lieber nicht warten. Okay, das haben wir. Hast du meine Mädchen gesehen? Hoffentlich machen sie nicht zu viel Ärger. Sicherheit geht vor. Denk dran. Was? Sprich mit Vater.
Mal sehen, was er will jetzt von mir. Ja. Also, Bruderschaft will mich als Feind. Hast du dich erschöpft? Nicht mehr, als man das bei einem Mann erwarten würde. Verstehe. Du hältst dich an Unit X688 spricht in höchsten Tönen von dir. Okay. Du hast dich häufiger ausgeholt. Irgendwelche sonstigen Schmerzen? Ich fühle mich ziemlich gut. Ja. Pass gut auf dich auf. Dann wirst du mich nicht allzu oft besuchen müssen. Okay. Du wolltest mich sprechen? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war Mass Fusion ein Erfolg. Trotz der Einmischung der stählernen Bruderschaft. Was hast du gehört? Was hast du gehört? Dr. Fillmores Bericht war sehr detailliert. Die Einmischung der Bruderschaft muss allerdings im Zusammenhang betrachtet werden. Angesichts ihrer Neigung, Technologie zu horten, sind Auseinandersetzungen mit ihnen noch zukünftig unvermeidlich. Wir verfügen schließlich über die fortschrittlichste Technologie im ganzen Commonwealth und vermutlich auch darüber hinaus. Außerdem sollte beachtet werden, dass es Bedenken im Institut gab, was deine Loyalitäten angeht. Ich habe natürlich nie an deinem Einsatz für unsere Sache gezweifelt. Aber durch diese direkte Konfrontation mit der Bruderschaft dürften auch viele andere beruhigt sein. Ich bin stolz auf dich. Wie dem auch sei, die Bruderschaft ist ein zukünftiges Problem. Und wir müssen uns jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Und schau mich nur an. Ich plappere wie ein alter Mann. Ich vergeude Zeit. Du wirst anderswo dringend gebraucht. Danke, gerade erreicht zurück. Ich bin gerade erst zurück. Was denn jetzt schon wieder? Ich weiß, aber wir haben ein Problem. Diese Situation geht in gewisser Weise auf dein Konto. Auch wenn du sie nicht absichtlich herbeigeführt hast. Nicht meine Schuld. Wenn ich etwas getan habe, das das Institut in Gefahr gebracht hat, bringe ich es auch wieder in Ordnung. Versprochen. Daran zweifle ich nicht. Aber zum Glück ist es nicht so ernst. Während du Dr. Fillmore geholfen hast, wurde ein zweites Team losgeschickt, um jemanden aus dem Commonwealth ins Institut einzuladen. Offenbar gab es Verständigungsprobleme. Und die Person hat um Hilfe gerufen, die in Form deiner Minutemen auch kam. Soweit ich weiß, sind bisher keine Schüsse gefallen. Ich will, dass das so bleibt. Ich möchte, dass du dich dorthin begibst und mit den Minutemen draußen redest. Bestehe darauf, dass sie sich zurückhalten. Dr. Thompson ist vor Ort und wird deine Kontaktperson sein. Ich weiß, dass du diese Situation entschärfen kannst. Okay. Es ist von größter Bedeutung, dass diese Person sofort ins Institut gebracht wird. Sie werden auf mich hören. Mir wird schon was einfallen. Du kannst das als erledigt ansehen. Glaub mir, das tue ich schon. Okay. Wohin muss ich jetzt? Okay, jetzt muss ich erstmal auf die Erde gehen. Gehen wir dahin. Müssen wir irgendwie Minutemen stoppen, dass sie soll zurückhalten, sonst wird der Schuss fallen. In welches Haus muss ich gehen? Was für ein Haus? Ja, ich bin bald da. Das Blöde muss ich immer auf die Erde kommen. Gut. Cool, Gott sei Dank, momentan muss ich kämpfen, nicht gegen. Gott sei Dank muss ich gegen keine Ghoulen kämpfen. Weil die gehen mir auch gerade Piss.
Wut. Also schon. Okay. Hey, General. Was ist hier los? Oh, das ist eine unerwartete Überraschung. Wir könnten etwas Unterstützung gebrauchen. Diese Institutsschweine werden uns nicht entkommen. Sie müssen an uns vorbei, wenn sie da raus wollen. Wir wissen nicht genau, womit wir es zu tun haben. Aber es ist gut, dass du hier bist, um zu helfen. Wie hast du von der Sache gehört? Das ist kompliziert. Ich glaube, du weißt nicht, was hier los ist. Die Situation ist kompliziert. Oh, ich weiß ganz genau, was hier los ist. Diese Arschlöcher glauben, sie können jeden entführen, wann immer es ihnen passt. Aber heute nicht. Nicht solange wir hier sind. Also, wie willst du das angehen? Wir haben daran gedacht, sie rauszulocken, da sind sie leichter zu töten. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir den Laden vermutlich stürmen sollten, damit sie nicht verschwinden können. Klingt sinnvoll, oder? Also, willst du den Angriff anführen? Bürger, wegtreten, angreifen, Stellung halten. Sag deinen Leuten, sie sollen die Position halten. Ich gehe rein und mach mir ein Bild der Lage. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Sir, wir müssen sofort handeln, sonst riskieren wir nicht nur, dass sie verschwinden, sondern auch, dass sie einen der unseren mitnehmen. So ein Schicksal wünsche ich niemandem. Willst du uns jetzt da reinführen, oder was? Mission verständlich. Okay, seine Leben riskieren. Das ist ein Befehl. Holen wir sie uns. Du würdest das Leben des Mannes aufs Spiel setzen. Er könnte auch getötet werden. Wenn wir nichts tun, ist er sowieso schon so gut wie tot. Warum bist du so gegen diese Sache? Du weißt schon, auf welcher Seite du stehst, oder? Scheiße, ich weiß. Oh, ich habe nicht gedacht, dass Middleman wird sich auch einmischen. Weil ich bin gegen zwei Seiten will ich sein. Middleman und Wayroad. Aber jein. Das wird kompliziert. Verdammt kompliziert. Trauen. Zusammenarbeiten. Keine Gefahr. Risiko falsch zu legen. Gehen und falsch zu legen. Du hast nicht alle Informationen. Ich schon. Und ich sagte, dass es nicht, wonach es aussieht. Der Mann ist nicht in Gefahr. Mensch, unser sein. Wir ihn nehmen. Weißt du was? Ich habe alle Informationen, die ich brauche. Ich habe genug davon, dass du immer versuchst, alles zu verkomplizieren. Also, geh mir aus dem Weg. Ich habe einen Bürger zu schützen. Schalte den Gegner aus. Also, legen wir los! Scheiße! Ist gebrochen! Nein! Ja. Statistisch ist es unwahrscheinlich, dass sie überleben. Ich wollte das nicht. Ich wollte wirklich das nicht. Aber er wollte nicht anders. Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Wie ist denn das genau passiert? Ich bin nicht für Außeneinsätze geeignet, das habe ich immer wieder gesagt. Und sie haben mich trotzdem geschickt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass Wallace jemanden kontaktiert hatte. Oder dass er wusste, dass wir ihn beobachten. Wenn ich das gewusst hätte, dann... Ich weiß nicht. Dann hätte ich vielleicht versucht, die Sache anders anzugehen. Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Hm. Das
was es wird? Wenn er für das Institut wirklich wichtig ist, dann lohnt es sich. Ich schätze, du hast recht. Strong kämpfen können. Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, um zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Soll mir recht sein. Gehen wir. Okay. Es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Kein Problem. Ich bin sicher, ich kann ihn überzeugen. Das hoffe ich. Wir brauchen ihn wirklich. Okay. Strong, du gehst mir am Filzpiss. Oh, diese fucking Strong. Was auch immer so ein Klauschi. Am Arsch. Ich freue mich, für dich zu arbeiten, zukünftiger Direktor. Nee. Okay. So Leute, ich muss ja kurz weggehen. Das ist wahrscheinlich so reingehen. Es gibt keine Ja oder Aber. Nutzlos. Bringt nichts. Wallace, ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von... von denen, oder? Ein Roboter? Also okay, bitte bleib ruhig. Ich tue dir nichts. Ich werde dir nichts tun. Niemand hier wird das, okay? Wir sind nur zum Reden hier. Du wirst mir nicht die Organe klauen oder mich in den Weltraum schießen oder was auch immer ihr tut. Das lasse ich nicht zu. Ich habe all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Drohen, bleib ruhig. Das kannst du dich überzeugen. Was kann ich sagen, um dich davon zu überzeugen, dass wir dir nichts tun werden? Dass ihr verschwindet und nie wiederkommt. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Würde ich reden wollen, wäre ich nicht hier drin. Und jetzt verschwinde. Genau, wir sind hier, um dir deine Nieren und deine Erinnerungen zu klauen. Deshalb verschwende ich jetzt auch meine Zeit und rede durch eine Tür mit dir. Das ist nicht lustig. Das alles hier ist nicht lustig. Halt die Klappe und hör mir zu. Wir wollen dir nichts tun. Aber wenn du Schwierigkeiten machst, wirst du das bereuen. Ich wusste es. Du bist hier, um mich zu töten. Nein. Keine Zeit mehr. Institut, hier ist Dr. Thompson. Es tut mir leid, ich brauche einen Synth an meine Koordinaten mit Offset 5.3. Wir müssen die Zielperson überwältigen. Ich bin dir für deine Hilfe mit der Situation. Nichts zu melden, Sir. Dankbar, aber wir müssen diesen Mann zum Institut bringen. Ich schätze, Vater wird einen Bericht von dir wollen. Schade. Alle Systeme normal. Du freust dich bestimmt, zum neuen Direktor ernannt worden zu sein. Tag was. So Leute, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.